Hallo, ich komme zu meinem nächsten Pokémon Go Video und heute möchte ich euch die Highlights zum Event um Sweeps zeigen. Ich werde natürlich den Pokédex-Eintrag einmal zeigen und im Hintergrund seht ihr schon meinen letzten Forschungsdurchbruch mit Milza. Sweeps wurde ja eingeführt als Bonus, als Hyperbonus Nummer 1. Zwei weitere kommen noch, da gibt es dann hoffentlich auch dementsprechend Videos und Gameplays zu. Aber fangen wir erstmal die Maus. Ich hoffe natürlich, ihr hattet mehr Glück als ich und habt einen guten gefunden, den ihr entwickeln konntet. Vielleicht habt ihr sogar die seltene Form gefunden, falls ihr es nicht wisst. Es kann ja so sein, dass der einmal als Viererfamilie auftaucht in seiner Familie und einmal als Dreierfamilie. Und dann kommen wir auch schon direkt zum Shiny, wo ich euch die Quest zeigen möchte. Und man sieht auch direkt, dass es nicht doppelt war, das Pokémon, was ich hier gefangen habe. Ich hatte irgendwie zweimal Shiny Gala Mauzi bekommen, einmal nachts, beziehungsweise in dem entsprechend, wo es dunkel war, in-game und einmal tagsüber, wo es hell war. Genau, das möchte ich euch zeigen. Ansonsten natürlich gerne mir ein Like da lassen, wenn euch das Video gefällt, um mich zu unterstützen. Schreibt natürlich gerne rein, wie es bei euch gelaufen ist. Hattet ihr Glück und so weiter sofort, habt den 100er gefunden und so. Und dann befristete Forschung zusammen sind wir stark. Ja, da gibt es ein paar Pokémon. Ich weiß nicht, warum die Pokémon ausgerechnet drin waren, aber. Ja, wir sehen sie mal mit. Und später auf Seite 2, die Aufgaben waren halt exakt die gleichen, auf Seite 1 und auf Seite 2, können wir dann dementsprechend die Regionalform dieser Pokémon fangen, die wir hier fangen können, ne? Weißnebel, Knogger, Raichu, Mayakaba und natürlich ein Sweeps auf der Seite 1 und 2. Da gibt es ja keine Regionalform von. So, aber ihr seht es ja hier. Im Hintergrund einfach schön immer abschließen. Und dieses Event war natürlich für mich gut. Mit vierfacher Erfahrungspunkte fürs Fangen von Pokémon. Ab und zu mal Glücksei angemacht, um nochmal die achtfache Erfahrungspunkte zu bekommen. Ich habe es natürlich versucht, so gut ich zeitliches konnte zu nutzen. Werde natürlich auch die anderen weiteren Events spielen dementsprechend, um mal Erfahrungspunkte zu machen. Ihr habt es ja vielleicht in einem der letzten Videos gesehen. Ich habe es geschafft, ein weiteres Level beim GoFest zu erreichen. Jetzt bin ich dabei, das nächste Level zu erreichen. Muss natürlich die Aufgaben machen. Die halten ja eh ein bisschen auf. Vor allem die Kilometeraufgabe. Aber in der Zeit kann man ja Erfahrungspunkte sammeln, während man dann die Kilometer sammelt. Genau. Also, man kriegt natürlich dementsprechend auch ja, Erfahrungspunkte immer aus den Quests. Das ist auch natürlich gut im Moment. Das ist schön für mich und vielleicht auch für euch, weil ihr vielleicht auch noch ein Ziel gesetzt habt. Ich muss auf jeden Fall jetzt. Ja, Gas geben in den nächsten Monaten. Alles nachholen. Ich habe halt langsam gespielt, weil ich immer so ein bisschen mit den Erfahrungspunkten ein bisschen struggle, dass ich nicht so viele bekomme. Weil ich aber ganz entspannt spiele. Ich spiele zwar immer alles und so, aber ich war jetzt nie so auf Erfahrungspunkte grinden aus. Ich werde es aber jetzt versuchen, so viel wie möglich zu bekommen, weil ich natürlich dementsprechend, ja, wenn es wirklich so ist, dass wir am Ende des Jahres das Level-Update bekommen von 50 auf 60 und man wieder so eine Medaille bekommt für den Account, so wie von 40 auf 50, wenn man das Level erreicht hat, muss ich mich halt noch ein bisschen anstrengen, um Level 50 zu werden bis Ende des Jahres. Und das wird verdammt, verdammt schwierig. Deswegen, ja, muss ich jetzt gucken, dass ich so viele Erfahrungspunkte wie möglich mir hole. Ja, genau, die angesprochenen Counter habt ihr hier gesehen. Aber ich hatte das mit den Shinies richtig Glück, denn nach der Quest gibt es noch weitere Shinies, die ich euch zeigen kann. Natürlich ein paar von denen hatte ich schon mal gefangen. Bei dem Mauzi, Gala Mauzi, bin ich mir gar nicht 100% sicher, ob ich den schon mal gefangen hatte. Den gibt es ja schon, den gibt es auch in Shiny schon länger. Nur ob ich den schon hatte, weiß ich jetzt nicht immer hundertprozentig. Bei manchen Pokémon bin ich ja sicher, dass ich die hatte, aber wenn die schlechte IV hatten und jemand die braucht, dann tausche ich die natürlich immer dementsprechend auch gerne. Ich behalte halt nur die Shinies mit guter IV, alle mit schlechter IV kann ich natürlich gerne jemandem geben und vielleicht hat er ja Glück und es wird gut. Deswegen tausche ich die immer, deswegen ist es nicht so schlimm. Wenn ich nochmal welche habe, die ich schon mal gefangen habe, dann habe ich sie wieder im Inventar. Weil manche sind ja schön, manche sind nicht so schön und so. Ja, dann seht ihr es ja auch anhand der WP von dieser Maus. Wie gesagt, ich hatte da nicht wirklich Glück mit den WP. Bin mir jetzt nicht sicher, ich muss noch meine Mäuse bewerten, ob ich in 8% sicher oder 6% sicher mein Bestes war. Aber leider kein 100er gefunden. Schade, schade. Genau. Und dann kommen wir schon zu den Shinies und dann ist das Video auch schon wieder fast vorbei.
Und zwar haben wir hier dementsprechend einmal das wundervolle Klick in Shiny. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich die noch nicht in Shiny hatte. Und dann kommen wir noch zu Shiny Nummer 2. Das ist dann Enter, den hatte ich schon mal in Shiny. Die blaue Ente und unsere letzte Shiny kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Das seht ihr ja eh jetzt im Gameplay gleich. War ein Alola Vulpix und das hatten wir schon mal safe eh schon mal als Shiny. Ja, genau. Und dementsprechend, ja, ist das Video auch schon wieder vorbei. Das waren meine Highlights zum Event. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Event und Glück. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich auch im nächsten Video oder live wieder. Und damit sage ich dann mal ciao, ciao, bye, bye und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal.